Liebe Geschwister, zuerst mal die Sachlage. Jesus erzählt von Gott und von der Welt. Das hat er oft getan. Am See, auf dem Berg, vor denen, die ihn liebten und vor denen, die ihn kaum kannten. Viele seiner Erzählungen sind Bildreden, Vergleichsgeschichten. Ich nenne sie Aha-Geschichten, weil beim Hören manchmal Menschen ein Licht aufging. Lukas hat viele von diesen Geschichten gesammelt. Ihr kennt die vom verlorenen Sohn mit dem Aha-Effekt. Gott ist gut zu dir. Du kannst auf seine Liebe vertrauen, auch wenn du Mist gebaut hast. Die Geschichte hat Jesus denen erzählt, die wussten, mein Leben ist nicht in Ordnung. Und direkt danach gibt Lukas die Geschichte wieder, die kurz vor dem Ende des Kirchenjahres Predigtext ist. Die erzählt Jesus den Leuten, die ihn begleiten, die wissen, mein Leben ist in Ordnung. Ich stelle mir vor, wie er mit ihnen irgendwo zwischen zwei Orten im Gras sitzt. Am Ufer des Sees vielleicht. Mittagspause. Ich lese aus der Basisbibel den Predigttext des Sonntags. Bis kurz vor Schluss. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Über den wurde ihm gesagt, dass er sein Vermögen verschwendete. Deshalb rief der Mann den Verwalter zu sich und sagte zu ihm, was muss ich über dich hören? Lege deine Abrechnung vor. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter, was soll ich nur tun? Mein Herr erzieht mir die Verwaltung. Für schwere Arbeit bin ich nicht geeignet. Und ich schäme mich doch, betteln zu gehen. Jetzt weiß ich, was ich tun muss. Dann werden mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich kein Verwalter mehr bin. Und er rief alle einzeln zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Er fragte den Ersten, wie viel schuldest du meinem Herrn? Der antwortete, 100 Fässchen Olivenöl. Da sagte der Verwalter zu ihm, hier ist dein Schuldschein. Setz dich schnell hin und schreib 50. Dann fragte er einen anderen, und du, wie viel bist du schuldig? Er antwortete, 100 Sack Weizen. Der Verwalter sagte, hier ist dein Schuldschein. Schreib hin 80. Ich glaube, Jesus hat Spaß gehabt beim Erzählen dieser Gaunergeschichte. Ein Verwalter, also sozusagen der Geschäftsführer einer Firma oder der Premierminister des Kabinetts, war zum Verschwender des anvertrauten Geldes geworden. Er hatte wohl selber gut gelebt dabei. Und als seine Misswirtschaft auffliegt, gibt er nichts zu, sondern betrügt den Inhaber zugunsten der Geschäftspartner, damit die ihn aufnehmen, wenn er auffliegt, wenn er aus dem Job oder aus der Regierung fliegt. Sie sollen ihm einen guten Job geben oder irgendwie sonst für ihn sorgen. Ähnlichkeiten zu Wirtschaft oder Regierung heute sind beabsichtigt. Ich sehe vor mir, wie die Hörer und Hörerinnen an dieser Stelle gebannt auf Jesus hören und darauf warten, wie er die Abrechnung schildert. Sie wissen ja längst, in der Geschichte steht der Herr für Gott und der Verwalter, die nicht tun, was Gott will, die dunkle Geschäfte treiben. Dagegen sind sie die Erleuchteten, die Kinder des Lichts, so wie wir heute in Kirche und Gemeinde. Und dann der Knaller, der Schlusssatz der Geschichte. Und der Herr lobte den betrügerischen Verwalter, weil er so schlau gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind schlauer im Umgang mit ihren Mitmenschen
als die Kinder des Lichts. Also, Gott findet diese Gaunereien gut und Jesus lobt solche Verbrecher? Ich stelle mir vor, wie den Leuten um Jesus herum der Unterkiefer herunterklappt und sie noch nicht wissen, wie sie protestieren sollen, als Jesus einfach vom Sitzen ins Liegen wechselt, den Kopf wegdreht. Mittagsschlaf. Ich sehe vor mir, wie ein paar der Jünger und Jüngerinnen leise aufstehen, ein paar Schritt weggehen. Ich höre, wie Judas sagt, Schuldenerlass. Es geht um Schuldenerlass. Er setzt sich auf ein Boot am Ufer. Petrus setzt sich dazu und fängt nach seiner Gewohnheit gleich an, ein paar der Netze, die da liegen, zu flicken. Und die zwei erklären sich gegenseitig die Welt, den sogenannten römischen Frieden, so wie wir uns heute gegenseitig die soziale Marktwirtschaft erklären, bei der durch Binnenmärkte und internationalen Handel, durch Abkommen, das Geld immer wieder zu den Reichen fließt, so wie damals in die Hauptstadt des Weltreichs, an dessen Rändern die Menschen verhungern. Wie damals Menschen Untergrundkämpfer wurden, um zu überleben. Auch wenn sie wissen, die bringen mich um, die Soldaten. So wie wir heute erleben, dass Menschen für sich und ihre Familien die Flucht nach Europa auf sich nehmen. Auch wenn sie wissen, wie brutal viele von ihnen dabei sterben werden. Schuldenerlass also, grummelt Petrus. Meinst du, es gibt Jesus nur ums Geld? Ich glaube, da ist mehr. Sieh mal, mit welcher Energie dieser Verwalter um seine Zukunft kämpft. Welche verrückten Ideen er umsetzt. Und das findet der Chef dann gut und lobt ihn. Wie gut, dass Petrus mich nicht sieht, als er weiterredet. Er sagt nämlich, wir machen es uns so leicht manchmal. Natürlich sind wir für den Frieden. Natürlich träumen wir von Gerechtigkeit für alle. Solange diese Träume uns nicht in den Schlaf bringen. Um unsere Bequemlichkeit. Oder gar um unseren bescheidenen Wohlstand. Aber Jesus ist nicht für halbe Sachen zu haben. Wie gut, dass Petrus meine Gedanken nicht lesen kann. Zu Welterwärmung und Überflutung der Küstenstädte schon jetzt und was man nicht alles tun sollte. Ich höre Petrus. Jesus will das volle Risiko, ganzen Einsatz. Deshalb hat er uns die Geschichte erzählt. Mit Bequemlichkeit hat seine Idee von Gottes neuer Welt nichts zu tun. Ich merke, dass Johannes neben dem Boot sitzt, alles mitgehört hat und sich jetzt vorsichtig einmischt. Meint ihr nicht, dass ihr ein wenig zu kurz greift? Ihr seid so ganz im Hier und Jetzt. Aber denkt doch, wie der Mann aus der Geschichte auch für seine Zukunft sorgt. Darin besteht doch gerade seine Gerissenheit, dass er überlegt, was er später einmal brauchen wird. Er baut vor für einen Zeitpunkt, der noch gar nicht eingetreten ist. Ich sehe gerne, wie Judas da die Augenbrauen hochzieht und wie Petrus die Stirn in Falten legt. Was soll das jetzt werden? Später einmal, denk auch ich. Kommt jetzt endgültig der moralische Zeigefinger? Das Endgericht und Himmel und Hölle und all das, was wir zu denken haben? Will Johannes uns jetzt mit dem himmlischen Richter drohen? Doch Johannes macht anders weiter. Der Mann ist ja ein Verschwender. Er erlässt den Schuldnern ihre Schulden. Einfach so. Oder genauer, nicht einfach so,
sondern weil er weiß, dass er damit die Welt von morgen verändert. Habt ihr gehört, wie Jesus uns genannt hat? Kinder des Lichts. Und der da, von dem er spricht, das ist doch eigentlich ein Dunkelmann. Aber der hat kapiert, dass sein Verhalten Auswirkungen hat auf die Welt von morgen. Ja, wenn ich das so höre, kann ich was anfangen damit. Ein Verschwender, der mit seiner Großzügigkeit die Welt von morgen verändert. Ein Licht anzünden mit dem Blick auf das, was kommt. Geht's um den Himmel? Vielleicht. Aber nicht nur um den Himmel am Ende aller Zeiten, sondern um das Licht des neuen Tages, das jetzt schon anbricht. Heute, am Volkstrauertag, an die Menschen zu denken, die durch Krieg und Gewaltherrschaft ums Leben gekommen sind. Das ist das eine. Wir teilen den Schmerz der Familien, die betroffen waren und die es noch sind. Wir wissen, wie tief sich das Dunkel dieser grausamen Zeit in die Seelen derer gegraben hat, die damals lebten. Und zugleich in die Seelen derer, die als Kinder oder Enkelkinder erst später hier in Deutschland geboren sind. Daran zu denken, das ist das eine, an die Wirkmächtigkeit des Dunkels. Und dazu, das ist das andere, spricht Jesus von den Kindern des Lichts, von der verschwenderischen Güte, die auch ihre Spuren in der Welt heute hinterlässt, aber eben andere Spuren. Das ist der Aha-Effekt der Jesus-Geschichte für mich. Spart nicht, verschwendet. Ich möchte enden mit dem Lied von Gerhard Schöne. Spare deinen Wein nicht auf für morgen. Lasst es ihn selber singen, das ist besser, als wenn ich das tue. Ihr findet den Link dazu unter diesem Video in den Anmerkungen. Noch was, ich danke dem Pfarrer aus Kiel für seine Predigt zu dieser Jesus-Geschichte. Und für euch alle, bleibt behütet.